kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Daniel Fischer hat gerade angerufen, der braucht noch einen Camping-Gag. Ja, da kommt er wieder früh. Ja, hab ich auch gesagt. Aber hey, pass mal auf, Dirk, ich hab sogar schon einen. Okay. Camper haben ja nichts gegen Regen. Sie stellen das Geschirr einfach raus und sagen, das Wetter muss mitspülen. Wow, den finde ich schön. Ja. Ich habe aber auch noch einen, pass mal auf. Ich frage mich ja immer, warum Holländer so gerne campen. Die sind doch das ganze Jahr auf Gras. Verstehst du? Gras. Der ist aber auch richtig gut. Ja. Aber jetzt habe ich's. Wir könnten doch auch die besten Kinofilme fürs Zelten machen. Okay. Auf Platz Nummer 3, Herr der Heringe. Auf Platz Nummer 2, Catch Me If You Camp. Und auf Platz Nummer 1, das fabelhafte Zelt der Amelie. Finde ich richtig gut, alle drei. Komm, die schick mal hoch und machen Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH-Comedy-Keller. Jeden Nachmittag bei hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.